Ich bin die Mau von der Mount Everest. Na klar, was denkst du, wer du bist? Du musst hier von der Zugspitze weg. Ach so! Wutfurz. Ja, ja, ja. Ist aber auch wie zugenagelt, das Ding. Guck mal, wohin hinpasst. Wohin hinpasst, ne? Das einfach zu der Jung passt, ne? Ist kaputt. Ist einfach kaputt. Was ist denn da los? Ist einfach kaputt. Wir müssen tätig werden, ne? Am Transfermarkt. Ist einfach kaputt. Klingt gar nichts, Chat. Nix. Über wen denkst du denn nach? Also, ich hätte jetzt... Ich schmeiß mal kurz die hier kurz raus, ne? So, wir könnten hier... den erstmal wegmachen. Aha. Könnten die Seite jetzt... Ich tausche die jetzt erstmal. Ja. Den mach ich jetzt mal weg. Könnten die auch die Formation ändern zur Not? Trent Alexander. So weit wäre ich aktuell. Passt auch. Linke Seite komplett los. Ja, Moment, ich bin ja nicht fertig. Das weiß ich nicht, ob ich das absegnen kann. Einen Karius rauszuholen und dem jetzt die Schuld gebe, kann ich nicht für gut heißen. Moment, was hätte man noch, Chat? Könnten wir es wissen mit dem hier? Könnten so machen. Ich glaube, so müsste es für alle reichen, oder? Jetzt mal her. Ich glaube, so müsste es für alle reichen. Der MVP langt nicht. Stimmt, der langt nicht. Der langt nicht. Kannst du auch den hier drin lassen. Müsst hier was anderes rein. Bräuchte, der langt auch nicht. Was denn? Du schlagst für den hinten, den IV. Ja, Cordoba muss ja nicht. Der ging zum Beispiel. Für Dina langt's, oder? Der muss ja nicht unbedingt da rein. Dina Thale langt's, so. Ja. Aber da brauch ich jetzt Leo. Für Marquinhos langt's ja auch bei Gott nicht, das Projekt. Selbst wenn du jetzt nur mal rein zum Test so machen willst. Ah, langt nicht, ne? Nee, langt nicht. Dann müsstest du schon so machen. Dann steht der komplett lost. Das ging, dann müsstest du den hier hin machen. Warum? Der Jong war doch durch. Von Mbappé. War auch durch. Das ist korrekt. Das ging. Das lag doch immer noch nicht, oder was ist seine Mission? Jetzt brauchst du den Torhüter doch aus hier, dann langt's. Langt dem auch nicht. Doch, langt dem. Mhm. Doch. Natürlich langt's. Doch, langt. Langt. Ah, es langt's coole wieder nicht. Was für coole. Hier, den langt es wieder nicht. Dann wird schwer. Ja, merkst du das? Dann wird schwer. Da braucht noch einer. Langt es in dem nicht, Chat? Ja, da wird's unmöglich, ne? Oder was könnte man, das hätte man noch von einer tiefer als Cordoba. Ja, du könntest es halt auch so machen wahrscheinlich. Langt es dann für Dina Thale noch? Jetzt haben wir her, langt... Was hast du jetzt vor? Und dann... Wie heißt dann? Ja. Das langt. Das langt. So wird's lang, aber willst du die Licht mit 77 Tempo hier drin spielen? Ich weiß es nicht. Der ja, wow, was hat der? Wow! Woo! Ja, aber denkst du jetzt wirklich, der macht jetzt einen Umbruch, wenn jetzt Umbruch startet, wegen Van Dijk? Was hat der für Arbeitsrate? Gute. Kann man testen. Geht. Was sagt der Chat? Majestätsbeleidigung. In meinen Augen ist es Majestätsbeleidigung. Nee, du hast Stimmrecht, dann mach ich wieder rein. Kriegen wir irgendwie Rüdiger rein, kriegt man ja aber leider nicht, ne? Wegen Dina Thale. Da müsste halt Dina Thale weg. Ja, oder wisst ihr noch was Besseres? Ich bin ideelos. Ich bin einfach nur ein Junge, der spielen will. Ich bin ideelos. Ich riskier's so. Nimmst du Verantwortung? Ich riskier's, Chat. Ja, nimm Verantwortung, Jungs. Ich nimm's Heft in die Hand. Wo ist mein Ruhlpräger? Gibt's doch nicht. Scheiße, was kostet der? Ich brauch einen Preis! Ich brauch schnell einen Preis. Chat, Preis, Tommy. Ich brauch Preise. Trend, sage ich, liegt bei einer guten 300, denkst du? Ich brauch Preise, Chat. War's gut sogar, ne? 290. 300, ey. Was? Digga, was bin ich für eine Maschine? Nimm mal mit, ne? Ja. Pack's ein, die Kartoffel. Ja, mach das. Das kostet der Ed van Schleck. Boah, hab ich schon wieder Dinger gesehen bei dem, ne?
Dein Tabak. Ja, besser wird's, so oft daneben gegriffen. Besser hat. Wird's wahrscheinlich nicht. Kann was, der kann was. Niemals. Der kann was. Der kann was. Na, ja, ja, ja. Warum kostet ein Edwin Van der Sar 600 Düsen? Weil er ein guter Mann ist. Ach, den haben wir schon. Ich hasse das System. Ja. Digga, jetzt hängt alles. Was der da umbaut, Jungs. So. Ja, guck mal, das stimmt doch gar nichts. Warum hat das denn alles wieder zurückgestellt? Frechheit ist das. Absolute Frechheit. Die Natale noch umformen? Absolute Frechheit. Der bleibt auf dem schönen ZM sitzen. Was erhoffst du dir jetzt eigentlich auch von dem Transfer? Super, das wirst du sehen. Da wird das Team wieder wachrütteln. Ja, wird das komplette Team wachrütteln. Ja, wer denn? Ja, die haben alle geschlafen, waren alle im Winterschlaf. Ja, wer rüttelt jetzt wen wach? Der Mann ist der Rüttler. Der Trend. Der ist der Rüttler. Der Vater Rüttler. Komm, die Natale, du kriegst wieder deinen Auftritt. Vielleicht ist auch das Problem, dass ich erste Halbzeit in die Natale einfach vernachlässigt. Kann das sein? Dass er einfach gestresst ist, ja, ne? Ja, die Licht, ja. So. Und jetzt hagelt Siege. Das ist jetzt die vollkommene Macht. Jetzt werden Mütter zerstört. Du denkst jetzt mit voller Überzeugung und Herzblut, ein Van der Sar für 600k ist besser wie ein Karius. Ja. Also in Real Life ist ein Karius der Allerbeste. Aha. Aber in FIFA bin ich jetzt einfach in der Situation, wo ich sag, bevor wir jetzt mit bös Blut enden, zieh ich dich lieber raus. Digga, die Zeiten sind vorbei, wo mich Foot Champions bricht. Ja, nee, aber wo vielleicht ein Karius dann auch schlecht aussieht. Ich denke, du denkst immer nur an dich. Ich denke aber gerade an Karius. Du machst genau den Fehler, den Liverpool damals gemacht hat. Nein. Er hat jetzt er hat eine Bomben-Qualifier gespielt. Er hat, der hat eine Bomben-Foot-Champions-Saison gespielt, hat ein schlechtes Spiel und du verbannst ihn. Das waren schon zwei. Und du verbannst ihn. Du machst genau das, was Kloppo damals mit ihm gemacht hat. Nein, ich habe eine fette Abfindung gegeben. Er ist jetzt auf seinem Haus in der Schweiz. Nee. Du hast ihn einfach direkt ins Loch geschickt. In sein zweites Loch. Und du sollst mal in den Spiegel gucken und dich hinterfragen, ob das in Ordnung ist. Ja, aber von Van Basten kriege ich jetzt einer, ne? Ja, die Licht, hä? Ja, das Problem, der Quertreiber war ja eigentlich nur hier, Virgil. Ist so, Tommy. Der Arme. Ein Spiel hat jetzt mal nicht so gut performt. Okay, kann vielleicht auch gerade private Gründe haben. Nein, bei Simon zählt sowas nicht wie Familie, Freundschaft, sondern da zählt nur der Erfolg und was er kostet. Das ist egal. Das ist korrekt. Ich bin gespannt, ob er jetzt Reaktion zeigt. Chat, ich weiß es nicht. Simon hat auf jeden Fall jetzt enormen Druck. Weil wenn er sich so durchsetzt mit 49% Stimme und an dem Team so kurbelt und den Kapitän direkt rausholt, muss er was zeigen. Schön gemacht, Eddie. Schön. Guck, das ist der Unterschied. Für einen Karius hätte ich jetzt nicht gesagt, schön Karius, schön gemacht. Ne? Wie soll er sich jetzt fühlen? Der guckt vom Bildschirm zu, sowas mit anzusehen. Das seht man, Jungs, wie schnell man ersetzbar ist beim Simau. Ach, Digga. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Haben die uns... Ah ja, geh raus, Gegner. Das Beste, was du machen kannst. Man muss nur mal kräftig am Team rütteln. Rüttel mal kräftig am Team und dann geht auch ein roter Time-Finish rein. Time-Finish los. Digga, was... Guck schnell, welchen Torwart er spielt. Ich bin kein Karius-Hater. Guck bitte schnell, was ein Torwart er spielt. Ich liebe Karius. Und ich wusste, dass das Beste... Du musst eins weitermachen. Ich wusste, dass das Beste für ihn ist. Als Freund. Weiter. Wen spielt er? Alisson im Tor. Ja. Oh Gott. Das war die Reaktion des Teams. Ich will nicht wissen, was der Gegner gerade in seinem Zimmer kaputt gemacht hat. Hast du es gesehen? Nein, ich weiß nicht, was passiert. Der ist einfach so gerutscht. Habt ihr das gesehen, Chat? Der hat einfach wie so in seiner Zeitkapsel gehangen. Aber wie? Ach du Scheiße. Alles gesehen wieder heute. Es war so safe hier, Server. Ist er gut geslidet? So, Nee, der hat so gehangen in der Luft. Was war das denn, Chat, hä? Was macht was, Mbappé? Ja. Geisteskrank. Also ich finde auch nicht, dass die Server gut laufen. Das war wieder so Zeichen hier gerade. Server scheiße, Team performt. Wen hebe ich besonders hervor? Edwin Van der Sar hebe ich auf ein hohes Podest. Trent hebe ich auf ein hohes Podest. Und die Natale macht's wieder gut, wenn er vorne drin ist. Ist aber der Präsent. Mühlder? Gaucho, sage ich dir aktuell, legt nur die Haare schön. Hast du es mal auch ins Gesicht gesagt so? Müsste ich mal. Gaucho sieht sich schon auf der Massagebank. Hä, der denkt auch zu viel ans Chilexen. Alter, wo machst denn du gerade die Meter hin? Van Basten, Bruder, Van Basten. Du hast mir auch gerade Platz gemacht. Hey, da würden sagen, das waren die Surfer. Wo war Eddie? In dem Moment? Strabe Schuss zu Marco. Freunde dürfen ihn Marco nennen. Ich komme nicht mal mehr nach vorne, um mir irgendwelche Scheißchance rauszuspielen, ist der Wahnsinn. Vielleicht mag das Team auch einfach dich, Dad.
Oder vielleicht mag er ich das Team einfach nicht. Das kann auch sein. Ja, vorher hast du es aber auch gemocht. Das war dein 51%iges Stimmrecht. Die rutschen aber auch da rum. Das ist wieder alles vereiste, Bode. Ja, geht doch. Bode ist vereist, oder? Was ist denn da los, Mann? Ich bin so richtig spielerische... Ich hab einen Burnout, glaube ich. Spielerische Burnout? Ja. Verteidigung sieht gerade bei dir sehr komisch aus. Wild, ne? Ja. Guck mal, der doch machst. Macht der doch Michael Jackson. Obwohl du doch jetzt schon den beste Verteidiger mit dem Licht da hinten drinstehen hast. Wegen dir haben wir extra Van Dijk weg, weil du rumgenölt hast. Ein Gaucho sehe ich bei dir gar nichts. Also den Treffer war heute im Finish überhaupt nicht, ne? Was ist denn da los? Nur weil du jetzt von mir gesehen hast, dass ein rote Time-Finish reingekannt, brauchst du das nicht nachmachen. Ah, ich dachte, das wäre die neue Meta. Glücksgriff gehabt. Bei uns war er auch mal gut. Ja, stark! Sollte wahrscheinlich eine Ballrolle werden, nein, aber... Nein. Dann Respekt. Der war gewollt, Jungs. Dann Respekt. Der war gewollt. Dann Respekt. Der war gewollt. Von einem Gaucho. Der tiefste Respekt war krank gemacht. Der war gewollt von einem Gaucho. Hast du noch gehört, wie ich gedrückt habe? Ja, ich dachte eher, das wäre so ein Abrutscher, aber krank. In dem Moment auf die Idee kommst, unergrätscht wird er. Warum grätscht du denn immer? Och, Digga, wie blöd. Ach, Bruder, wie blöd ist das denn? Alter, warum grätscht du denn da so viel? Was hab ich gemacht? Du hast gegrätscht. Hab der gedrückt. Digga. Hab der gedrückt? Ach, hopp. Ich hab ich da gedrückt. Ach, hör auf. Ich wollte so spannend machen, Jungs. So dumm, wirklich. Mach mein ganzes Tor wieder weg, ne? Oh mein Gott, ich hab... Warum grätscht ihr denn immer so viel? Ich weiß es doch auch nicht. Manchmal ist das einfach in so einem scheiß Controller drin. Soll ich jetzt privat werden oder steigst du ein? Nee, ich übernimm das Ding hier weiter. Das Teil ist butternass. Warum eigentlich brauchst du so viel Geld? Weil du nur rumgrätschst. Du butterst jeden von hinten weg. Du kannst dir doch wohl ausmalen, warum jeder bei uns gelb hat. Warum schreiben alle Server down? Bei uns geht's doch. Vielleicht liegt der verdammte Nasenspray drauf. Das ist krank, Chat. Ich weiß gar nicht, wie oft hat er heute zweimal eine rote Karte abgeholt und nur Scheiße gemacht. Zählst du mit oder was? In Drecksrutschen. In Grätschen. Sind die Surfer? Ja. Ich hab vier Action vorne gedrückt. Ja, genau. Ja, da ist er ja auch gegrätscht. Zweimal gegrätscht. Total unnötig. Ich seh ihn ja ein. Ja, ist doch gut. Vielleicht war ich auch einfach frustriert wegen Teambau. Wow. Oh! Gott, häng die Server. Ja, fuck! Sozial, ne? Ach! War das halt mal abseits? Doch, war abseits. Ja, Jungs, es ist halt, weil er auch nicht nach meine Gefühle. Er fragt gar nicht nach meine Gefühle. Boah, Digga, das ist aber wirklich krass, Alter. Was da merkst du jetzt, warum meiner vorhin da hinten lang gefahren ist? Nee, das Grätsch war nicht deswegen. Komm, sei ehrlich. Nee, Grätsch war nicht deswegen. Aber das erste Tor, wo du gesagt hast, wo laufe ich hin? Ja, das ist wirklich krass, ne? Das mag ich hier auch. Der ist aber weitergefahren. Ja, der ist gerade auch in den Bus eingestiegen und mitgefahren. War das so ein offener, wo du einfach reinspringen kannst? So, jetzt machst du einen Privatwell, machst einfach wieder gut. Den Privatwell mach ich jetzt gut, Jungs. Jungs, aber Server echt, also ganz schlecht. Können wir nur Money, ne? Mhm. Haben wir noch keine rote, kann man dreimal wechseln. Weil das hast du heute nicht so oft gehabt, aber... Ist stark, dass man nur dreimal wechseln kann. Jungs, war unglücklich, okay? Wir haken die Situation ab. Ja, jetzt machst du es wieder gut. Ich mach das jetzt wieder gut, ich geh jetzt ins Privatwell. Willkommen. Das ist mal an, die Präsenter Mann ist. Auch ohne Grätsche kann man den Ball abnehmen. So delayed, Mann. Du weißt jetzt auch, was ich ernst nehmen soll und was nicht. Du sagst jetzt immer, nee, wirklich, ne? Wenn du es ernst meinst, sagst du, nee, wirklich, okay? Okay. War das delayed, nee, wirklich gerade? Nee. Schön. Schön gemacht! Gut gemacht, Timau! Und jetzt hat der Chat und ich eine Bitte an dich. Bitte keine Vierecks-Taste mehr drücke hin. Nein, wollte ich wieder reingrätschen, delayed. Hör auf mit der Scheiße. Delayed wirklich. Ja, jetzt machen einfach. Ja, okay, jetzt darfst du grätschen, so viel du willst. Diese scheiß Grätscherei, die gibt mir so oft die Nüsse. Ja, der kriegt rot. Hör auf, hab ich keinen Bock, wieder in Squad Battles abzubrechen. Das hab ich heute schon 10-mal gemacht. Wir haben heute schon mehr Squad Battles gespielt als WL. Easy, Digga.